Vers 65. Man mana bhava mat bhakto madhyachi mam namaskuru mam evaishyasi satyam te parijane priyosime matmana an mich denkend, bhava werde, mat bhakta mein Geweihter, madhyachi mein Verehrer, mam mir, namaskuru erweise deine Ehrerbietungen, mam mir, eva gewiss, Eshyasi, du wirst kommen. Satam, wahrlich, te, dir. Parijane, ich verspreche. Priya, lieb. Asi, du bist. Me, mir. Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrerbietungen dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Erläuterung. Dieser vertraulichste Teil des Wissens besagt, dass man ein reiner Geweihter Krishnas werden soll und dass man immer an ihn denken und für ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen hin vorgeben zu meditieren. Vielmehr muss das Leben auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Und der Herr verspricht, dass jeder, der in solch reinem Krishna-Bewusstsein verankert ist, ohne Zweifel in sein Königreich zurückkehren wird, wo man in seine Gemeinschaft aufgenommen wird und ihn, Krishna, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertraulichste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen. Diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten soll, das heißt auf die zweihändige Form mit der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit Pfauenfedern im Haar. In der Brahma Samhita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes Krishna richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat zahllose Formen wie Vishnu, Narayan, Rama, Varaha und so weiter. Doch ein Gottgeweihter sollte seinen Geist auf die Form richten, die vor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar und dies wird Arjuna offenbart, weil er Krishnas liebster Freund ist.